Jo und herzlich willkommen zu Teil 70 des Let's Plays GTA San Andreas mit Weakling-Praktikant Tommy. Geiler Wagen. Ja, wie ich gerade durch einen Druck auf die Tab-Taste festgestellt habe, hat unser Sex-Appeal schon wieder stark abgenommen. Aber das ist mir egal. Ich fahre jetzt trotzdem... ich fahre jetzt trotzdem zu unserer niegelnagelneuen Braut. Wow. Vorausgesetzt, ich komme da heil an. Also irgendwie ist zwar stylisch, aber fährt sich ein bisschen fragwürdig. Ach so. Ach, das ist so ein Tuning-Ding, ne? Können wir da überhaupt was machen? Abgefahren. Ja. Mega. Keine Ahnung. Grove? Ja, die kaufe ich jetzt mal. Auto-Stereo-Anlage, Leute. Ja, muss ja sein. Was soll man denn sonst machen? Das ist schon krass. Ich nehme mal hier so eine helle Farbe. Boah, jetzt ist er auch repariert. Geil. Ja, schön, gefällt mir. Auf die Reparatur kam es mir eigentlich hauptsächlich an. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder diverse Sachen, von denen ich eigentlich berichten wollte, vergessen. Also ich wollte auf jeden Fall zu der Dame mit dem Herz fahren. Ach, da ganz oben. Am Arsch von Las Venturas wohnt die, das gibt's ja gar nicht. Ja, aber Arsch ist da wohl auch das Thema. Den haben wir nämlich höchstwahrscheinlich versohlt in der letzten Folge, also ihren. Und das fand sie gut. Und deshalb können wir sie jetzt ausführen. Und wenn wir Glück haben und uns dabei nicht allzu schlecht anstellen, wobei ich, wie gesagt, jetzt hoffe, dass unser Sex-Appeal da keinen allzu großen Einfluss drauf hat, dann haben wir die Möglichkeit, an ihre Keycard ranzukommen. Die Keycard zum Casino der Mafia-Familie... Nee, ich probier's jetzt gar nicht erst. Ich hab's vergessen. Gerade fand ich es übrigens noch mal kurz etwas rucklig. Ich spiele ja immer noch mit eingeschaltetem Frame-Limiter. Aber unser Fahrzeug, das überzeugt mich. Finde ich großartig. Also das müsste ihr doch hoffentlich auch gefallen. Jetzt muss ich nur noch ihren Wohnort wiederfinden, aber ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Boah, wehe, mir fährt hier irgendjemand rein. Moment. Na, okay. Nicht ganz falsch, nicht ganz richtig, würde ich sagen, aber passt schon. Hier rein. Ich hoffe, dass sie jetzt überhaupt anzutreffen ist, denn das war sie ja letztes... Oh. Das war sie ja letztes Mal nicht. Allerdings habe ich da auch direkt nach der, in Anführungszeichen, Mission versucht, sie auszuführen. Und das war dann nicht so ganz von Erfolg gekrönt. Aha. Hey, Carl. Hey, girl.
wine and dine me, baby. Okay, let's move. Als wir sie das letzte Mal gesehen haben, sah sie etwas anders aus. Aber egal. Ja, was machen wir denn jetzt mit der? Worauf steht die denn? Gehen wir mit der jetzt einen Burger essen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das was für die ist. I'd love to travel. Yeah, go on. Also damals in Los Santos, mir ist übrigens wieder eingefallen, wie unsere Freundin dort heißt, Denise Robinson. Da habe ich mich ja nicht gerade besonders gut angestellt. Insofern weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier besser läuft. Das Problem ist, es muss ja eigentlich besser laufen, denn wir brauchen die Keycard. Darauf kommt es an. Ich guck mal gerade auf die Karte. Ah, da ist was. Red Sands West. Probieren wir das doch mal. Also der gefällt aber jede Gegend hier. Ach, den Karl mag ich ja. Der ist echt ein Charmeur. Aha. Ein Steakhouse. Ja, das muss doch passen. Also, wenn sie darauf nicht steht, dann weiß ich es auch nicht. Fahr sie lieber nach Hause, das ist echt das. Ach man, ey, das haben wir alles schon tausendmal gelesen bei der Denise Robinson. Das stimmt mich nicht gerade optimistisch jetzt, muss ich sagen. Ich weiß aber auch nicht, vielleicht müssen wir wirklich an unserem Sexappeal arbeiten, aber wie kann man den denn dauerhaft hochhalten? Ich hab eigentlich keine Lust, alle 3 Minuten oder was weiß ich zum Friseur und Tätowierer und was weiß ich was alles zu fahren. Da kann ich mir eigentlich... Doch, natürlich. Ich care total about das Car, aber... CJ, I really like you. I'll call. Light on, girl. Okay. Also der Fortschritt ist auf jeden Fall schon mal deutlich heftiger als alle Fortschritte, die wir jemals bei Denise Robinson... fortgeschrittet haben. Ist immer total toll, wenn man einen Satz anfängt und dann überhaupt nicht weiß, wie der weitergehen soll. Golfplatz. Golfplatz gefällt mir natürlich auch sehr gut. Okay. Ich glaube aber fast, ich fahre jetzt mal zum Flughafen. Der ist nicht so weit weg, dann probiere ich die Mission nochmal. Ich probiere die Mission nochmal. Wenn ich die schaffe, dann knallen die Champagnerkorken. Ja, ja. Also mit den neuen Reifen, meine ich, fährt sich die Karre deutlich besser. Kann natürlich auch sein, dass es an der Farbe liegt. Aber ich hätte da jetzt vordergründig erstmal die Reifen in Verdacht. Ist da jetzt nur die Bahnstrecke, dann fahren wir mal hier übers Feld.
Oh, über die Autobahn müssen wir drüber. Das gefällt mir jetzt auch nicht ganz so gut. Das könnte fürchterlich werden wieder. Also zumindest war es beim letzten Mal fürchterlich mit dieser Mission. Aber sie nicht mehr zu probieren, ist ja leider auch keine Option. Das ist aber auch eine wichtige Frage noch. Haben wir hier eine Garage? Ich will natürlich ungern diesen Wagen hier verlieren. Mal gucken. Geil. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Das ist wundervoll. So, abspeichern tue ich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es eh nicht klappt. Ja. Ja, ich fürchte, davon muss man leider ausgehen, aber egal, wir probieren es. Damn, where is this fool? Whoa, shit! Hey, man, look out! Oh. The new age begins here! Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything! Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. Der ist einfach so crazy, der Typ. Ich weiß es auch nicht. Also ich muss wirklich sagen, von den Auftraggebern, die uns im Moment so über den Weg laufen, ist der einzige, mit dem ich wirklich gerne zusammenarbeite, der Wusi. Alle anderen sind mir höchstgradig unsympathisch. Ja, die Mission hier hatten wir schon mal in diesem verkorksten Teil, wann auch immer, vor drittletzte Folge oder so, keine Ahnung. Da haben wir die Mission schon mal probiert und, also mehrmals probiert und mussten leider feststellen, nee, ist nix. Das habe ich auch schon mal probiert und das war eigentlich auch ein totaler Griff ins Klo. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir das Ding von hier oben treffen könnten. Die sind echt ganz gut dabei mit ihren Waffen. Wenn ich das richtig sehe, fährt da ein Tank mit, ne? Jetpack-Skills könnten auch ein bisschen ausgefeilter sein bei mir.
Habe ich den grünen Glibber? Okay. Schlecht. Unter der Brücke. Okay, geil. Oh, ich glaub's eigentlich nicht. Kommt hier jetzt noch ein Haken oder haben wir es wirklich geschafft? Das wäre der Knaller. Aber eigentlich war es jetzt auch naheliegend, fand ich. Ich hätte einfach halt schauen sollen. Halt die, ja, dass ich die Kisten halt aus möglichst großer Entfernung kaputt mache. So hat das ja eigentlich ganz gut geklappt, fand ich. You got it, man? I got something. Let me see. Ooh, everything is different now. What is it? Everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is... Yeah, see you around. Hä? Damit habe ich jetzt das Unternehmen erworben? Also ich meine, das ist total geil. Bis zu 10.000, das 20.000 kriegen wir dafür. Ja, ich meine... Das hat sich sowas von gelohnt und das Jetpack, ja, okay, das ist der Knaller, aber trotzdem bin ich einfach nur verwirrt. Jede einzelne Mission, die wir hier gespielt haben an diesem Flugplatz, war einfach nur verwirrend und es war nicht erkennbar, in welcher Form die uns irgendwie weiterbringt, außer dass wir halt Leuten geholfen haben, was zu erledigen, von dem wir nicht wissen, wofür es gut ist. Naja. Egal. Insgesamt bin ich mit der Folge 70 ganz zufrieden, muss ich sagen. Vor allen Dingen natürlich, weil Green Goo funktioniert hat und wir dieses Unternehmen jetzt erworben haben. Und wir ein Jetpack haben, dauerhaft. Also das sind schon eine Menge sehr coole Sachen. Wir haben aber auch Fortschritte bei Melly? Ich glaube Melly. Weiß es nicht mehr. Müsste ich nachgucken, gemacht. Und da müssen wir auf jeden Fall auch noch weiter dran arbeiten. Wir brauchen die Keycard. Ja, jetzt ist es aber erstmal an der Zeit zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald auf dem ausrangierten Flugplatz in den Verdant Meadows. Macht's gut. Ciao.